Was haben wir denn da? Kleine Rapfen, aber Fisch ist Fisch. Und auch die stehen auf so einem schönen kleinen Spoon hier. Machen wir mal die Hände am Netz nass. Zeige ihn euch mal. Niedlicher kleiner Rapfen, der sich den Spoon hier hat schmecken lassen. Niedlich, der geht aber schnell zurück. Der kann noch ein bisschen wachsen. Und damit herzlich willkommen, Leute, in diesem Video. Ihr seht, ich bin heute mal wieder aktiv unterwegs. Ich habe im Moment hier einen kleinen Spoon drauf, denn hier auf dem Stück, da habe ich zuletzt ein paar Barsche auf Wurm fangen können und wollte jetzt mal schauen, ob das auch mit dem Kunstköder funktioniert. Habe hier so einen 2,7 Gramm Spoon in Schwarz-Weiß drauf aus dem Absolut Angeln Spoon-Set und der hat direkt geliefert, direkt beim ersten Wurf gab es den Rapfen. Ich wollte eigentlich nur mal ausprobieren, den ersten Wurf machen, gucken, ob alles funktioniert und zusammenpasst. Ich habe hier eine leichte Rute, Spinnrute in 2,10 Meter. Dann habe ich eine feine Rolle drauf, 0,09er geflochtene, ein 0,20er Monofil Vorfach und dann einen leichten kleinen Snap und dann eben diesen Spoon mit Einzelhaken. Da hat man leider oft Fehlbisse drauf, weil mit einem Drilling hinter so einem Spoon, da hakt man mehr. Dafür verangelt man sich aber auch weniger Fische. Diesen Rapfen gerade, den konnte ich richtig schön befreien. Wenn man dem jetzt mit einem Drilling das Maul zunagelt, ist das nicht ganz so gut. Hier ließ er sich richtig gut lösen. Minimaler, kleiner Widerhaken. Ja, und so geht's weiter. Ich hoffe auf den Barsch, Leute. Wichtig ist es nicht direkt bis ans Gewässer zu treten bei so Kleinstgewässern. Deshalb mache ich die ersten Würfe hier aus sicherer Entfernung. Wenn da vorne dann kein Fisch steht und kein Fisch gebissen hat, dann gehe ich ein bisschen näher und kann dann auch links und rechts die Stellen abwerfen. Also nicht zu viel Krach machen, langsam vorpirschen, dann schon von hier die ersten Würfe machen. Meistens gerade dieses Platschen, wenn der Köder aufs Wasser trifft, das lockt die Fische. Da, oh, schade. Ja, mit dem Einzelhaken ist echt schwierig. Nächsten Fisch verhauen hier, beziehungsweise nächsten Anschlag versemmelt. Und da hänge ich schon wieder in den Bäumen. Wenn man mal in die Bäume wirft, ist das kein Problem. Aber den Haken kontrollieren, ob er noch gerade und spitz ist. Schade, da habe ich mich gerade einen schönen Fisch drauf gehabt. Genau unterm Baum hier. Aber wir kriegen schon noch einen. Wenn man das Ufer dann ein bisschen ausgeangelt hat, dann schleiche ich mich ein bisschen weiter vor und gerade hier so überhängende Bäume, da hinten so Brombeeren, die ins Wasser hängen, da stehen die Fische drunter. Hätte ich einen Drilling drauf gehabt, hätte ich den. Erstmal kurbel ich hier gegen die Strömung alles ab, so weit wie ich hier werfen kann. Da kann man schön langsam kurbeln, damit er ein bisschen tiefer geht. Auch die Rute schön tief halten. Jawohl, Leute, das hat geklappt. Hier aufs tiefstem Dschungel gefangen. Schöner kleiner Barsch. Super. Tolles Tierchen. Toll. So muss er aussehen. Schöner Bachbarsch. Ich würde sagen, er hat so ja, 20, 25 cm. Auf den kleinen Spoon, der ist schon rausgefallen. Tolles Fischchen. Für den Bach hier auf jeden Fall schon ein toller Fisch. Und der soll natürlich auch noch ein bisschen wachsen, denn da ist noch zu wenig Fleisch zum Verwerten dran. Aber auf den Spoon, toll, geil. Oh, schon wieder Biss gehabt da vorne. Ich habe aber auch ein Pech. Steht da vorne der Fisch. Bestimmt auch ein Barsch, so oft wie der hier attackiert. Das macht keinen Döbel. Der ist nach dem ersten Biss meistens vergrämt und hat keine Lust mehr. Gucken wir mal, ob wir den noch kriegen, den Barsch hier. Ja, der Rapfen, die hat sich ein bisschen verschätzt.
Also so einen kleinen Rapfen auf den Spoon habe ich, glaube ich, noch nie gefangen. Schnell wieder rein mit dem kleinen. Wahnsinn. Perfekter Köderfisch zum Barschangeln, aber das ist scheinbar der Grund, dass hier viele Barsche sind. Hier gibt es viele kleine Fische und mögen die Barsche natürlich. Jetzt soll man mal was Größeres beißen. Auch wenn wir den Zielfisch schon haben, habe ich noch nie erlebt. Ich kann nicht ein bisschen weiter werfen, das ist ganz schön. Bei zu vielen Fehlbissen kann es auch helfen, den Spoon mit einem Wurm zu garnieren oder ein paar Maden auf den Haken zu spießen. Oder einfach einen roten Wollfaden dran zu machen. Aber mit dem Barsch hat es ja auch geklappt. Von daher bin ich guter Dinge, dass der Spoon auch so funktioniert. Na, wenn ich dann 20 Würfe an so einer Stelle hier gemacht habe, dann nenne ich die ausgeangelt und gehe dann auch ein Stück weiter. Da kann man auf dem Rückweg nochmal vorbeigehen. Aber es gibt ja noch mehr Stellen hier. So, mein Angel-Nachmittag-Abend neigt sich dem Ende zu und ich muss sagen, es war erfolgreich. Ich habe den Barsch gefangen, also den Zielfisch, den ich für diesen Clip fangen wollte, auf jeden Fall bekommen, auch wenn es wirklich länger gedauert hat, als ich dachte. Hier der kleine Spoon war der Erfolgsköder. Ich habe es zwischenzeitlich mal mit anderen Ködern probiert, hat noch einen rot-schwarzen Spoon, da habe ich mal einen Wobbler drauf gemacht, den kann man schön treiben lassen, aber hier der Spoon, dieser schwarz-weiße 2,7 Gramm, der hat es auf jeden Fall gebracht. Und am besten waren die Würfe, die ich gegen die Strömung geworfen habe und dann halt mit der Strömung reingekurbelt habe. Ziemlich schnell, da sind die Fische richtig drauf geknallt. Bis auf den kleinen Rapfen, den ganz kleinen Mini-Rapfen, den ihr gesehen habt, den hatte ich gegen die Strömung gefangen. Ja, was habe ich noch für Köder dabei? Das Schöne beim Spinnfischen, es reicht ja so eine kleine Tasche. Habe ich ein paar wichtige Sachen drin. Zum Beispiel hier so eine Zange sollte man dabei haben, wenn mal ein Haken tiefer sitzt, dann kann man die gut damit entfernen, gerade wenn es Hechte geben sollte. Die gibt es hier nicht, das heißt, auf Stahl könnt ihr verzichten. Deshalb fische ich hier ein ganz normales 0,20er oder 0,18er Vorfach. Das ist ausreichend, wenn ihr mal in den Baum werft gegenüber, dann bekommt ihr den Köder noch relativ gut raus. Zusätzlich habe ich dann so ein paar kleine Wobbler dabei. Das sind hier aus dem Ironclaw-Programm, kleine schwimmende Wobbler, die sehen wirklich toll aus. Kann man schön ein Stück treiben lassen mit der Strömung oder auch gegen die Strömung hochwerfen und dann langsam runterkurbeln. Da habe ich einige von dabei. Ja, und dann natürlich meine Spoons, auf die ich gefangen habe. Hatte ich euch ja gezeigt, dass es hier dieses Absolut Angeln Spoons hätte. Einen kleinen Gummifisch habe ich auch noch da drin. Wenn die Fische mal tiefer stehen, dann kann man den schön über den Grund hüpfen lassen. Das bringt manchmal auch den ersehnten Fisch. Heute gab es komischerweise keinen Döbel. Einen etwas größeren Rapfen für den Bach hier oder einen mittleren Rapfen. Und dann halt den tollen Barsch. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und probiert es auch mal bei euch am Bach oder bei euch am Kleinstgewässer mit so einem kleinen Spoon, gerade wenn es auch Forellen gibt oder so, dann klappt das sehr gut und ihr habt auch ein paar leckere Fische für die Pfanne. Wenn der Barsch noch ein bisschen größer gewesen wäre, dann hätte ich ihn auch mitgenommen, denn so ein leckerer Barsch in der Pfanne in Butter gebraten schmeckt auch mir und ja, das ist das, was Angeln doch ausmacht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg bei euch an eurem Hausgewässer und verabschiede mich, gleich wird es dunkel. Bis zum nächsten Mal, euer Christian. Im letzten Licht hier, ich konnte es nicht abwarten, muss nochmal werfen, auf dem Rückweg, eben aus der Hand abgefilmt für euch. Nochmal einen schönen Barsch, also zwei Barsche, ein Rapfen und ein Mini-Rapfen, toll. Also mit den Barschen das klappt, Spoon war wieder erfolgreich, super, schönes Fischlein.